zurück zu Valeries und Romans kleiner Potterwelt. Heute mit einem ganz besonderen Schmankerl, nämlich dem Lego-Display-Kasten von Hogwarts. Mit ganz, ganz, ganz viel Figuren. Ja. Ja, den hatte ich mir ja eigentlich zu Weihnachten gewünscht. Da gab es ihn nicht mehr. Aber inzwischen gibt es ihn wieder für 35,99 Euro. Schön, dass wir ihn einmal bei eBay gekauft haben für einen ordentlichen Preis. Ja, also er ist wirklich sehr schön gearbeitet, gute Qualität. Er ist 40 cm lang, 20 hoch und 15 tief. Und ich glaube, ich hebe jetzt den Deckel mal ab, weil wir probieren unser Glück, ja. Spiegelt. Probieren wir dein mal. Glück, ja. Das ist nicht ganz easy, weil es alles sehr, sehr knapp ist. Schauen wir mal. Schön gerade nach oben. Höher, 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 höher. Yeah! Ohne Absturz. Wir haben nur 3 Takes gebraucht. Dafür. Und was sehen wir jetzt hier alles? Ja, also ich hatte mir eigentlich schon im Vorfeld, also der hat eine lange Vorgeschichte, hatte ich mir ursprünglich mal gedacht, ja, ich baue das Vorderteil von der großen Halle mit den 3 Treppenstufen, aber ganz flach auslaufend mit dem Chor und den Fröschen, die sie in der Hand halten, während sie singen. Und ja, in dieser Phase, wo ich nach dem Überlegen war mit den Dimensionen, habe ich dann im Katalog gesehen, hups, da gibt es ja einen Lego-Display-Kasten. Der schaut gar nicht schlecht aus. Also, hier ist er und die Idee mit der Hogwarts-Szenerie vom Schloss ist geblieben, aber natürlich durch die vorgegebene Größe des Kastens ist die ganze Geschichte natürlich jetzt etwas steiler geworden. Wir haben hier die Originalseiten vom Schloss aufgebaut. Dann 3 Stufen hier ergänzt. Also wir heben das jetzt mal eigentlich raus, den vorderen Teil. Ah, so sieht das aus. Also der Kasten besteht eben aus 2 Ebenen, die jeweils 8 Noppen tief sind. Und diese erste obere Ebene wird eben vom Lehrertisch eingenommen. Das war mir eigentlich ganz wichtig. Ja, fangen wir mal mit der Seite an. Wir haben Hagrid, Professor Trelawney, die Bibliothekarin, Professor Flitwick, Professor McGonagall, Snape, Professor Sprout. Hier haben wir Slughorn, genau. Wobei damit ersichtlich ist, wir haben hier die 6. Klasse aufgebaut. Dann haben wir Madame Pomfrey, Professor Sinistra und Madame Hooch, die Quidditch-Lehrerin. Außerdem haben wir hier die 4 Gründerfiguren und 2 der Hausgeister. In dem Fall die graue Dame und den kopflosen Nick. Sehr schön. Hm. Ja. Bauen das wieder ein. Dann nehmen wir das 2. Tablett. Das funktioniert eigentlich tadellos. Wie man es sagt. Jetzt ist es drin. Ja, etwas dicht gedrängt, aber ja, es wollten 75 Figuren hier Platz finden. Und für mich war einfach wichtig, dass jeder Charakter aus dem Harry Potter Kosmos einmal drin vorkommt. Also keine 30 Harry Potters oder so, sondern ich musste mich für einen entscheiden. Das ist voll gar nicht so einfach. Absolut. Menge. Und am Ende habe ich mich jetzt eben doch eben für einen älteren Harry entschieden, in dem Fall aus der 5. Klasse wahrscheinlich war das, mit Dumbledores Armee. Habe lange geschwankt, aber goldene Schnatz hätte mir auch gefallen, aber es hat eben zu den Figuren so besser gepasst. Wie hast du den Überblick behalten bei den ganzen Figuren? Ja, also dadurch, dass wir hier Gryffindor haben, und hier Salazar Slytherin, hat sich das automatisch so ein bisschen ergeben, dass wir hier eher die gute Seite und hier eher die etwas böseren Zauberer verteilt haben. Natürlich ist das nicht, das überlappt hier in der Mitte, keine Frage, aber das war so mal die Grundidee eigentlich.
Ich habe mich im Wesentlichen hier auf das Buch gestützt, hier vom Lexikon der Minifiguren aus dem letzten Sommer oder Frühherbst, wo es auch hier eine sehr schöne Spezialfigur gab, nämlich die Rita Kimkorn, die wir hier sehen, mit ihrer Schreibfeder und einem Notizblock. Dann gibt es auch noch weitere Spezialfiguren. Wir haben hier einmal Percy Weasley, der steht hier, der Hauspräfekt von Gryffindor. Aus 2022. Und hier das 2020er Buch. Hier gab es als Spezialfigur Tom Riddle, der hier außen steht. Hier. Also, wir haben nicht nur die üblichen Figuren aus den normalen Sets, sondern eben auch exklusive Figuren drin. Was sind denn deine Lieblingsfiguren hier? Ja, das ist gar nicht so einfach. Es sind wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr schön gestaltet. Aber fangen wir mal vielleicht mit Dumbledore an. Also gerade diese Version von Professor Dumbledore gefällt mir ausgesprochen gut. Die sieht wie im Film aus. Wir haben es uns neulich nochmal angeschaut, also wie aus dem Film entsprungen. Auch hinten schön bedruckt. Ja, genau, mit diesem Barett und dem tollen Outfit. Und dann eben, wie er hier steht, da vor seinem tollen Pult und mit den goldenen Kandelabern flankiert. Also finde ich super. Eine weitere ganz tolle Figur ist die Bellatrix, die mit ihrer schwarzen Lockenpracht mir auch also wirklich sehr gut gefällt. Sie sieht auch super aus wie im Film. Das ist, glaube ich, die Bellatrix aus Schlacht um Hogwarts. Auch hinten, na, der Rock ist da plain, genau, das war das Ärgernis hier. Dann finde ich also ganz viele der Lehrer einfach super gelungen, wie zum Beispiel Professor Trelawney. Oder wir haben hier Professor Sprout oder auch Madame Pomfrey, liebe ich. Es ist eine wunderbare Figur. Und natürlich auch hier Madame Hooch, hier mit auch dem anderen Gesicht. Ach nee, sie hat ja schon die Fliegerbrille auf. Ich hatte sie vorhin andersrum drin sitzen. Aber finde ich eine wunderbare Figur. Also das ist wirklich schwierig. Gibt es denn Figuren, die man noch verbessern müsste? Ja, durchaus, würde mir auch was einfallen. Also wir haben hier eine der vielen Versionen von Lord Voldemort, aber alle eint ja das, dass sie eigentlich dass sie nur dieses Noppenteil am Kopf haben und da wäre doch ein Glatzenteil einfach wirklich mal eine Verbesserung, dass er mehr seiner Filmfigur ähnelt. Und Glatzenteile gibt es eigentlich auch, mindestens bei Lego Duplo-Figuren oder eben auch hier bei Filch, der hat immerhin so eine Halbglatze eben. Also Glatze ist eigentlich nicht so wahnsinnig schwierig bei Lego. Ja. Dann haben wir noch hier eigentlich eine meiner Lieblingsfiguren an sich, die Luna. Aber mit ihrem Haarteil bin ich auch wirklich nicht sehr glücklich. Diese Stufe da und dieses sehr, sehr lange Haar. Das es, Gelb ist auch so ein bisschen komisch. Es ähnelt auch dem Haarteil von Lucius Malfoy, verdammt. Also, nee, der hätte ich ihr gerne andere Haare spendiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich habe ferner versucht, ein paar Auflockerungen durch Attribute, wie zum Beispiel die Haustiere unserer drei Helden. Oder hier eben das Megafon von Dean Thomas. Luna hat ihren Patronus, ihr Häschen. Oder hier von Colin Creevy den Fotoapparat. Oder Professor Trelawney zelebriert gerade ihren Tee, während die anderen aus Goldpokalen trinken. Tom Riddle hat hier sein Tagebuch in der Hand. Dobby hat die wichtige Socke. Ja, genau, wo er sich aus der Gefangenschaft der Malfoys damit befreit, dank Harry. Also. Teurer Nachkauf. Oder die Quidditch-Captains haben ihren Besen in der Hand. Also da habe ich bemüht, mich das doch alles ein bisschen aufzulockern. Gibt es noch Figuren, die dir fehlen hier? Ja, wir hatten ja letztes Jahr mal so in einer ruhigen Minute so ein paar Namen hingekritzelt. Also so auf die Schnelle fällt mir jetzt ein, dass wir eigentlich Xenophilius Lovegood haben wollten, den Vater von Luna.
der ja doch auch durchaus eine Rolle spielt in im ganzen Harry Potter-Kosmos. Mir würde auch sehr gut gefallen Narcissa Malfoy. Die stelle ich mir wundervoll vor mit ihrem schwarzen Haar und an dieser Silbersträhne. Also, die würde ich sehr, sehr gerne sehen. Also, meine große Bitte an Lego, diese beiden mal Vielleicht vordergründig. einen Malfoy Manor als Haus mit den Bösen drin, aber Zum natürlich ist es Beispiel wäre super cool. kein wirklich anheimelnder Ort hier, wenn man die Szenen im Auch Film auch wieder wahr. betrachtet. Ja. Aber trotzdem, sehr gut. Ja, also ich liebe mein Display, aber ich hätte mir gewünscht, ich meine, Lego weiß ja, wie viel Harry Potter Minifiguren es inzwischen gibt. Und also wenn jetzt, sag ich mal, wir haben ja eine Höhe von 20 gehabt, also wenn die Tiefe auch 20 gewesen wäre, da wäre ich noch glücklicher gewesen, dann müssten die Figuren hier nicht so eng stehen. Also ein bisschen mehr Raum hätte mir auch gut gefallen. Aber ich wollte halt möglichst alle wichtigen Figuren, die in Hogwarts eine Rolle spielen oder dort auch zur Schule gegangen sind, hier versammeln. Das war also so mit mein größtes Anliegen. Aber wir Deswegen kennen ja sind zum Lego. Beispiel die Dursleys oder die ganzen Ladenbesitzer jetzt in dem Fall nicht dabei oder die Kobolde. Also das hätte einfach den Rahmen komplett gesprengt. Aber wir kennen es ja von Lego. Man verkauft uns oft halbe Häuser und man hat uns auch schon sehr gern einen zweiten Displaykasten verkauft. Und deswegen sind wir hoffnungsvoll, dass der zweite Kasten auch noch voll wird. Genau. Ja, meine Frage an euch, wie stellt ihr eure Lego Harry Potter Minifiguren aus? Habt ihr auch vor, so einen Kasten? Zu erwerben, umzubauen. Genau, also Habt ihr andere Ideen? Wir freuen uns drauf. Deshalb bleibt uns treu, bis zum abonniert nächsten den Mal. Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Tschüss. ciao.